rings, everything, especially the last three rings, are always different. Am 25.07., einem Dienstagmorgen, nahmen wir uns etwas mehr Zeit, da unsere Tagesetappe mit ca. 235 Kilometern eher kurz ausfiel. Wir verließen nach einem wieder sehr guten Frühstück die Toshari Lodge und fuhren zunächst auf einer Teerstraße der C38 in südlicher Richtung bis Otjiwarongo, um danach auf einer Schotterpiste weiter bis zum Cheetah Conservation Fund zu fahren. Unterwegs trafen wir auf viele Warzenschweine, die meist am Straßenrand nach etwas Essbarem suchten. Da man nie weiß, ob sie plötzlich auf die Straße rennen, ist es besser, stets bremsbereit zu sein. Wir hielten sogar an, um ein paar Aufnahmen von ihnen zu machen. Dann trafen wir beim Cheetah Conservation Fund, abgekürzt CCF, ein und wurden zugleich von einem freundlichen Mitarbeiter empfangen. Der CCF kümmert sich schon viele Jahre um den Schutz von Geparden, einer in unserer modernen Welt stark gefährdeten Art. Der Gepard ist die älteste aller Raubkatzen und im 20. Jahrhundert ging der Bestand weltweit um mehr als 90% zurück. Unser Ziel war es, diese scheuen, nachtaktiven Tiere hautnah zu sehen und mehr über sie zu erfahren. Also, I'm going to drive you guys into a two open bush camps to see about 8 cheetahs on this side. We have 5 females and 3 males. Mm-hmm. And if you guys are staying for the feeding, 2 o'clock, the feeding, we're going to see 7 more males and 6 females. Yeah, this is a favorite spot. This is Solo, 17 years old. 17. Möchte mal erfahren. Die ist ja nieder. So Namibia have the largest population of cheetahs in the world, which is about 3,500. Worldwide, just about 7,200. 95% of cheetahs in Namibia decided to live on farmland. Cheetah Conservation Fund decided to come up with a program for the lives of guarding dogs. We have the Anatolian Shepherds, Kangal dogs, they are both Turkish. So we breed the dogs here, we train the dogs here, and we sell them to farmers to protect their goats and sheep. Yes. Diese großen Hunde hüten die Herde nicht, sondern stellen sich zwischen die Herde und das Raubtier. Wenn das laute Bellen die Raubtiere nicht verscheucht, greifen die Hunde an. Meist ist allerdings die imposante Erscheinung der Hunde ausreichend. Damit sind die Verluste der Farmer um bis zu 80% zurückgegangen. And I just recognize these guys by just looking on the face. I can even look at the tail. The rings at the tail, especially the last three rings, are always different. And every cheetah has different pattern spots. Mm-hmm. Just like our fingerprints are different from everyone else. And if you check very well, Polly, the first one is a bit darker than Rohini in the back. Uh-huh. Oh, yes, it's off. She's posing. Yes, posing. And normally male cheetahs are bigger than females. Females weigh from 35 to 40 kilos, males are much bigger, they weigh from 40 to 55. Guck nochmal rum. Hey, Polly. Polly. Polly! Hi! 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 How are you? Das Gepardenfell hat, wie man sieht, eine goldgelbe Grundfarbe, wobei die Bauchseite meist deutlich heller ist. Es ist mit schwarzen Flecken übersät, die deutlich kleiner sind als die eines Leoparden und keine Rosetten bilden. Das Gesicht ist ungefleckt, trägt aber zwei schwarze Streifen, die von den Augen zu den Mundwinkeln laufen. Geparde haben extrem lange, dünne Beine und einen sehr schlanken Körper, der dem eines Windhundes sehr ähnelt. Der Kopf ist klein und rund, der Schwanz lang, die Pfoten tragen dicke, schuppige Sohlen, die Krallen sind nur bedingt einziehbar. Aufgrund seines Körperbaus ist der Gepard das schnellste Landtier der Welt. Es erreicht, wenn es will, im Lauf bis zu 93 km/h. Kann diese hohe Geschwindigkeit
aber nur etwa 400 Meter durchhalten. Seine bevorzugte Beute sind kleinere Huftierarten wie Gazellen, Impalas und Steinböckchen. Aber auch vor Schafen und Ziegen macht er nicht Halt, es sei denn, diese werden von den großen Herdenschutzhunden bewacht. Diese Tiere sind viel einfacher zu überwältigen als ausgewachsene Zebras oder Gnus, die für einen Gepard nahezu unbezwingbar sind. Allerdings werden die Jungtiere beider Arten gelegentlich von in der Gruppe jagenden Geparden überwältigt. In Notzeiten jagt ein Gepard auch Hasen, Kaninchen und Vögel. Wieder zurück von unserer kleinen Rundfahrt schauten wir uns noch einen kurzen Film über die Arbeit des CCF an, tranken einen Kaffee und warteten gespannt auf die für 14 Uhr angesetzte Fütterung. Alright, welcome to CCF Center Feeding. My name is Bart, this is Sophie and Kyla. So I would like to explain you a bit about the meat before to feed the cheetah. Here at CCF we have 36 cheetah overall. We're gonna feed 13 for you today. You have to know that the 13 cheetah we're gonna feed this morning today not gonna be released, just because they arrive too young at CCF or they are too habituated to humans. That's the two principal conditions to release cats in the wild. So first, cheetah in the wild used to hunt small antelope like springbok, steenbok, duiker, eventually warthog. But we don't want to hunt those animals on our property because we also have wild cheetah and wild leopard. We need those prey to feed themselves. So to feed our cheetah, we purchase a retired horse and donkey from the local farmer, permit to us to give back to the local economy and have enough food for all our cheetah. Today it's donkey meat. As you can see, there is a large bone in each piece of meat. Cheetah don't eat the bone, they don't have, their jaw is not powerful enough. But they have this instinct to eat as quick as possible. In a wild, when a cheetah make a kill, he eat as quick as possible because larger predators like lion, hyena, or leopard are gonna try to steal their prey from them or just chase them away. Even a group of jackal can chase cheetah away from his kill. So they have this instinct to eat as quick as possible. We leave this bone inside like that, permit them to slow down a bit. And they like to chew around the bone, which is good for the teeth, permit to keep the teeth nice and clean. And also it gives them some calcium, because there's a lot of calcium in the bone. The second thing, as you can see, there is a white powder on the meat. When a cheetah make a kill in the wild, they used to eat organs like kidneys, liver, and heart. We can't feed organs every day to all our cheetah because we have too many cheetah. So we give them treats of organs on a regular basis. But we can't give them every day. So we add this powder like a supplement. So basically it's a lot of calcium and minerals and vitamin, just to make sure that diet is good for them. We try to reproduce as much as we can as they do in the wild. So we feed them every day between 1 and 2 kilograms of meat per cheetah, and regularly we starve them just to give a rest to the digestive system. Like in the wild they eat between 2 to 3 times per week, so we just give them a rest regularly just to make sure that the digestive system can have a rest. Nach diesem langen Vortrag wurde es endlich Zeit, den Tieren ihr Futter zu bringen. Diese liefen schon eine ganze Weile aufgeregt am Zaun hin und her und warteten ungeduldig auf ihr Fressen. Hier bekommt jeder seinen Teil, aber ihr Instinkt sagt ihnen trotzdem, dass sie sich beim Fressen beeilen müssen. Denn der Gepard kann seine Beute gegen andere Raubtiere wie Hyänen, Löwen oder Leoparden praktisch nicht verteidigen. Dafür ist er der schnellste Jäger. Sie pirschen sich in der Regel 1 bis 2 Mal pro Tag auf mindestens ca. 50 bis 100 Metern an ihre Beute heran, um sie dann mit hoher Geschwindigkeit anzugreifen. Kein anderes einzeljagendes Raubtier hat eine höhere Erfolgsquote als der Gepard. 50-70% der Jagden sind erfolgreich. Der Gepard läuft in die Beine des Opfers, das daraufhin das Gleichgewicht verliert und stürzt. Anschließend drückt der Gepard dem Beutetier mit den Zähnen die Kehle zu. Er zerbeißt also nicht die Nacken- oder Halswirbel, um seine Beute zu töten, sondern erstickt sie. Auch wenn dieser Spurt im Schnitt nur 38 Sekunden dauert, muss sich der Gepard hiernach erst einmal ausruhen. Denn eine zu lange Jagd kann zur Überhitzung seiner Muskeln führen. Mhm.
So, on the roof you get Aurora. She's 4 years old. She's bonded with Rainbow on the left side, 4 years old as well. They are not related, but they arrive at TCF at the same time, at the same age. So we introduce them together. It's important for a cat and cat. Nach diesen vielfältigen, interessanten Informationen über das Leben der Geparde fuhren wir zu unserem heutigen Tagesziel der Ojiwa Lodge, gleichzeitig unsere letzte Unterkunft in Namibia, die wir für 2 Nächte gebucht hatten. Diese Lodge liegt sehr günstig nur 256 Kilometer vom Windhoeker Flughafen entfernt in der Waterbergregion und nicht weit vom Cheetah Conservation Fund. Daher wird sie gern als letzte oder auch als erste Station einer Namibia-Rundreise gewählt. Heute unser Sundowner. Die Ojiwa Lodge. Die Sonne spiegelt sich in unserem Terrassenfenster. Da drin werden wir unsere letzten 2 Nächte in Namibia verbringen. Schauen wir doch mal hier rein. Das Ganze ist ziemlich geräumig. Aber die Wände sind ziemlich kahl. Schreibtisch, Bett, leider 2 nebeneinander, nicht zusammen. Und Schrank. Das Bad ist hier dahinter. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück packten wir zunächst unsere Koffer für den Rückflug mit Air Namibia ein. Wir hatten aber noch einen Tag Zeit und diesen wollten wir am Waterberg verbringen. Auf dem Weg dahin lief uns eine Herde Bärenpaviane über den Weg. Ja, genau. Da hat Ende, hat, ist Ende hin dort, habt ihr es gesehen? Die ist aber gut verschwunden. Etwas weiter blockierten Buckelrinder den Pet. Meist sind es keine echten Buckelrinder, die auch als Zebu bezeichnet werden, da diese nur wenig Milch geben. Dafür sind sie sehr hitze- und krankheitsresistent. So wurden die Zebus mit europäischen Rindern gekreuzt, um die besten Eigenschaften beider Rassen zu vereinen. Nach der Durchquerung einiger Feuchtstellen im Informationszentrum des unter staatlicher Leitung geführten Parks angekommen, erfuhren wir, dass der Besuch des Plateaus, wo es viele verschiedene Tierarten wie Nashörner und Büffel geben soll, nur mit organisierten Touren möglich ist und diese leider erst 14 Uhr starten und bis 18 Uhr dauern. Da ist es schon stockfinster und daher zu gefährlich, mit unserem Mietwagen danach noch zu unserer Lodge zurückzufahren. Unfälle in der Dunkelheit sind versicherungstechnisch nicht abgedeckt. Our last trail in diesem Urlaub. Hoch zum Waterberg Plateau. Langsam erklimmen wir den Waterberg. Zwischendurch eröffnen sich immer wieder Blicke in die Weite, in die endlose Weite der Savanne. Also blieb nur als Alternative eine Wanderung hoch an einen sehr schönen Aussichtspunkt am Rand des Plateaus. Waterberg, zu Deutsch Wasserberg, ist ein freistehender Berg mit 1900 Höhenmetern, der sich auf einer Länge von ca. 48 Kilometer erstreckt und oben ein Plateau von 8 bis 16 Kilometer Breite bildet. Durch seine herausragende Lage inmitten einer sonst flachen Savannenlandschaft fängt er in der Regenzeit die Niederschläge ab, daher ist er vegetationsreicher als die Umgebung. Jetzt sind wir noch hier und müssen dort hinauf. In 30 Minuten sind wir oben. Dort geht der Weg hoch. Vom Fuß markiert. Wie die Bilder zeigen, war der 40-minütige Weg oft steil, aber gut markiert und von Bäumen beschattet. Zwischendurch gab es schon immer wieder herrliche Aussichtspunkte. Aber besonders von ganz oben hatte man einen überwältigenden Blick in die weite, flache, menschenleere Savannenlandschaft.
Auf dem Rückweg entdeckten wir im Gebüsch ein Damara dik-dik, eine afrikanische Zwergantilopenart, die nur wenig größer als ein Feldhase bei uns wird. Dann schon wieder auf der Straße zurück zum Parkplatz begegneten wir einem Clan Bärenpaviane, die sowohl oben auf den Bäumen als auch unten auf der Straße rumturnten. Diese mit 1,50 Meter Größe, einschließlich Schwanz, nach den menschengrößten Primaten im südlichen Afrika, leben in sogenannten Clans mit 30 bis 40 Tieren unter Leitung eines Menschen zusammen. Ihre Nahrung besteht vorwiegend aus Früchten, Insekten und Wurzelknollen. Zuweilen erlegt der Pavian aber auch kleinere Säugetiere und Vögel. Im Besucherzentrum wurden wir gewarnt, die Affen nicht zu füttern und alle Autofenster zuzumachen, da diese Affen durchaus aufdringlich und manchmal auch gefährlich werden können. Termitenhügel findet man überall in Namibia. Nicht selten sind sie höher als ein Mensch. Eine Erkenntnis dieses Aufenthalts am Waterberg ist es, ähnlich wie am Sususvlei, direkt hier im Park in einem der schmucken Häuser zu übernachten, um eben das Problem der zeitigen Anreise oder späten Abreise in der Dunkelheit, das entsteht, sobald man sich einer geführten Tour auf das Plateau anschließen möchte, zu umgehen. Wieder zurück in der Ojiwa Lodge ließ ich ein letztes Mal in Namibia meine Drohne steigen, um einen Eindruck von der schönen Lage unserer Unterkunft zu bekommen. Von den nach Westen ausgerichteten Terrassen der im Reihenhausstil gebauten Unterkünften aus hatte man einen schönen Blick auf einen See. Das Haupthaus mit dem Restaurant war nur wenige Meter von den Unterkünften entfernt. So freuten wir uns schon auf ein leckeres Abendessen und auf afrikanischen Live-Gesang. Die Gott in den Wald, da ist
Nach diesem stimmungsvollen Abend klangen uns die afrikanischen Gesänge noch lange im Ohr, auch als wir am Morgen danach etwas wehmütig die Ojiwa Lodge Richtung Windhoek verließen. Jetzt ging es noch darum, den Mietwagen wieder heil und pünktlich bis 16 Uhr auf dem Gelände von Safari Car Rental abzugeben. Somit gingen 3 Wochen voller neuer, unglaublicher Eindrücke zu Ende. 3 Wochen, in denen wir knapp 5000 Kilometer mit unserem Toyota Hilux zurücklegten und in denen wir, bis auf den Caprivi-Streifen, den größten Teil von Namibia zu sehen bekamen. Doch keine Reise ohne Fazit. Deswegen freut euch auf die 9. Episode, in der wir nochmal Bilanz ziehen, die schönsten Unterkünfte küren und einige wertvolle Tipps für alle künftigen Namibia-Reisenden geben. Also, wenn's euch gefallen hat, dann klickt auf den Daumen hoch und gebt mir einen Kommentar. Und, um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal.